Ich bin gleich tot. Ist das so gewollt? So, fick dich. Ja, weiß ich doch. Ach Gott. Ihr nervt. Ihr nervt total. So, hat jemand Leben für mich? Zufälligerweise. So ein bisschen. Ach, das sind keine... Ah, ich bin so dumm. Das sind mal wieder keine Explosive, sondern bloß zerbrechliche Kisten. So, erstmal ein bisschen tanken hier. Kann ja nicht angehen hier. Okay. Sehr gut. Wunderbar. Haben wir zumindest wieder alles so auf die Hälfte gebracht. Jetzt kommen die Bitches also auch noch hier. Na, wundervoll. Wird großartig. Haben wir denn nicht noch was anderes als Handgranaten in den Kisten? Ah. Energie jetzt auf 65%. Ist sowieso ein bisschen bizarr, dass diese riesen Kisten hingestellt werden, um dann eine Handgranate reinzulegen. Oder ein Päckchen Munition. So. Jetzt sind wir schon wieder ein ganzes Stück besser ausgestattet, oder? Haben wir hier mal nachgeladen. Bleiben aber mal auf einer... Ach du Scheiße. Muni sieht echt nicht so gut aus bei uns, habe ich das Gefühl. Habe ich so viel ins Leere geballert? Ey, du kannst doch ruhig... Was ist denn das eigentlich für ein... Meine Güte! Kriegst du es noch hin? Ich würde ja gerne gucken, wo sich was auftut, aber... ist nicht so. Hier drüben, oder? Ah. Der Oberflächenzugang. Was zum... Hallo? Wo sollen wir Trainern hinbringen? Zum Terror. Problem könnte gleich hier in unseren anderen Bioeinheiten sein. Es wird nicht mehr übrig sein. Ich glaube, wir haben ein Problem. Uh-oh. Oh-oh. Oh-oh. Oh-oh, 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 oh-oh. Nein, nicht runterhüpfen. Nein. Oh, nein. Nein, da fällt er wieder runter. Oh. Ich glaube, ich hab's überlebt. Glück gehabt, würde ich sagen, ne? Glück im Unglück. Gut, dass hier die Leiter ist. Ja, manchmal muss man auch ein bisschen Schwein haben. Und das hatte ich in dem Fall ausnahmsweise mal. Und noch mehr Schwein. Zum Glück liegt hier ein Brecheisen rum. Wenn wir schon sonst nichts haben, zumindest ein Brecheisen. So. Ab mit uns. Und dann klettern wir mal wieder durch einen Lüftungsschacht. Wow! Rückstandsverarbeitung. Ein neues Kapitel. Und da haben wir wohl richtig viel Glück gehabt, denn die haben uns einen Hinterhalt gelegt und wollten uns einfach mal entsorgen. Oh nein. Na komm schon. Hüpf! Hüpf! Geht doch. Wo ist er denn? Ich sehe ihn gar nicht. Ja, danke schön. Wenn ich dich gleich gesehen hätte, dann hätte ich dich auch töten können. Ah, ah, ah. Nicht doch. So. Sind wir also nur noch mit einer Crowbar ausgestattet, mit einem Brecheisen. Das wird total super. Sonst du dich, Honey? Erich? Denk dran,
Vorwärts immer, rückwärts nimmer, ne? Naja, was soll's. Ich glaube, bei dem geht nicht mehr so viel vorwärts. Weiß nicht, wofür es gut ist, aber wir manipulieren einfach mal ein bisschen an der Flow Control herum. Oh, ich glaube, wir sollten... Ja, das war ja nicht so schlau. Was soll's. Haben wir denn noch unsere Taschenlampe? Ja, sehr gut. Das war ja nicht so super, wie wir da runtergehüpft sind, wa? Aber vielleicht finden wir gleich mal ein bisschen Leben noch mehr. Renn doch nicht weg! Bleib doch hier, Junge! Was haben wir denn? Bleib da mal hier. Ich versteck mich hier, bis alles vorbei ist. What? Habe ich gerade eine Waffe? Nee. Ach, ich habe bloß Munition gekriegt, aber keine Waffe. Und mit dem Kollegen hat es gerade erledigt. Ich weiß bloß nicht, wie wir hier vorbeikommen am besten. Okay, so. Das ging noch ganz gut. Und da können wir zumindest unser Leben auch mal wieder auf ein vernünftiges Maß hochschrauben. Nachdem wir hier so unglücklich runtergestürzt sind. So, dann wollen wir mal. Alles auf Anfang quasi. Wir haben nichts mehr an tollen Waffen. Das ist jetzt vorbei. Wir müssen uns so durchkämpfen. Wurde dann nur noch mit Pistole und Brechstange. Nix da. Da ist es ja auch gar nicht so tragisch, dass wir keine Munition mehr weiter hatten. Denn die brauchen wir sowieso nicht mehr. Die ist ja jetzt eh weg. Oh, wirklich. Nein, du sollst... Du sollst die Brechstange nehmen, du Horst. Ach. So, zumindest die Energie ist voll. Das habe ich auch noch nicht erlebt. Leben unten, Energie voll. Wahnsinn. Kannst du die nicht öffnen? Die auch nicht? Sag mal, was ist denn hier los? So, da unten ist gar nichts. Schade. Öffne doch die Tür. Ich will hier raus. Müssen wir hier runter? Na, geh doch mal durch. Okay, dann müssen wir halt hier irgendwie drüber. Geht nicht. Okay, ich hätte gedacht, dass wir hier vielleicht drüber hüpfen können. Oder durchkriechen, geht auch nicht. Wo müssen wir denn lang? Mal ehrlich, Leute. Wo müssen wir gerade lang? Ich weiß es nicht. Von hier sind wir gekommen. Kommen wir da hoch? Nee, ne? Wusste jedenfalls nicht wie. Ah! Nein! Ach, Junge, 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 Junge. Das ist doch nicht feierlich hier. Ach Mann. Ich stell mich echt gerade nicht so toll an. Weiß ich selber. Nee, hier kommen wir aber auch nicht weiter. Scheißdreck. Völlig umsonst gerade mein Leben verloren. Ich lade nochmal. So viel Leben gerade verloren durch sinnlosen Rotz. Muss ja nicht sein. Wieso kriegen wir denn die Tür nicht auf? Die Schilder sehen doch eigentlich so aus, als ob sie hier zum Durchgehen sind, die Tür. Sowas stört mich dann halt auch immer, wenn man durch so. Vielleicht liegt es auch gerade an mir, dass ich zu blöd bin, den richtigen Weg zu sehen, aber wenn man dann wegen so einem Kram nicht weiterkommt, das nervt halt auch ein bisschen. Jetzt hatte ich gerade das Gefühl, dass ich hier drüber hüpfen kann, aber nee, doch nicht. Tja. Bin ich gerade ein bisschen ratlos? Weiß ich halt auch nicht, ne? Was machen wir denn mit dir, Gordon? Pause, würde ich sagen.
mache ich an der Stelle eine Aufnahmepause und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme wieder und dann schauen wir mal, wie wir hier durchkommen. Ich habe keine Ahnung gerade. Beim nächsten Mal vielleicht mit frischem Mut und vielleicht dann nicht ganz so verpeilt wie diesmal. Ich bin auch ein bisschen in Steuerung dann mit der Zeit doch wieder reingekommen. Wir werden sehen, wir werden uns vorarbeiten und wir haben jetzt doch schon ein ganzes Stück an Fortschritt erreicht. Wenn auch nicht so glorios teilweise. Aber seht's mir nach, ich bin einfach kein Shooter-Spieler, das ist halt so. Ich glaube, Half-Life wird auch so ziemlich der letzte Shooter sein, den ich dann bei mir spielen werde. Ich glaube, ich konzentriere mich dann eher auf andere Sachen. Wobei, ich wollte eigentlich mal Mass Effect spielen, wenn man das als Shooter sehen möchte, ist ja nicht wirklich einer. Aber zumindest Ego-Shooter werde ich danach wohl eher auslassen. Ist halt nicht so mein Ding. Aber gut, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Half-Life wird natürlich noch fertig gespielt und wir müssen natürlich noch die Welt retten vor der Alien-Invasion und vor dem Militär, was weiß ich nicht, noch alles. Okay, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Haut rein und tschüss.